Hallo meine lieben Steffi, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video sprechen wir mal darüber, was wirklich hinter dem Rückzug deines bindungsängstlichen Partners steckt. Wenn das spannend ist, dann bleib bitte bis zum Ende dran. Für alle von euch, die neu sind auf diesem Kanal, hallo, mein Name ist Steffi Kessler, ich bin ehemalige Bindungsängstlerin und heute Beziehungscoach und Expertin auf dem Gebiet der Bindungsangst. Und dabei helfe ich erfolgsorientierten Machern dabei, in die glückliche Beziehung mit ihrem bindungsängstlichen Herzensmenschen zu kommen. In diesem Video verrate ich dir die zwei Wahrheiten, die hinter dem Rückzug deines bindungsängstlichen Herzensmenschen stecken. Und gerade die zweite Wahrheit, die ist besonders wichtig. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Stell dir vor, ihr genießt ein wunderschönes Wochenende zusammen. Ihr habt ein wunderbares Date. Ihr verbringt Zeit miteinander, vielleicht telefoniert ihr einfach über Stunden hinweg und es könnte nicht schöner sein. Und auf einmal verschwindet dein bindungsängstlicher Herzensmenschen danach über alle Berge. Du fragst dich, was ist da gerade passiert? Du musst dir vorstellen, das, was für dich der Anfang einer romantischen Liebesgeschichte à la Hollywood sein könnte, ist für den Bindungsängstler das Tor in seine Ängste, in seine Bindungsangst, um ganz genau zu sein. In den Momenten, wo ihr viel Zeit miteinander verbringt, wo es sehr harmonisch ist, wo es sehr liebevoll wird, wo es so richtig lustvoll auch wird, wo ihr als Paar zusammen seid und so wirklich wie symbiotisch miteinander verschmelzt. Das sind die Momente, die dein bindungsängstlicher Herzensmensch natürlich genauso genießt wie du. Der empfindet die Liebe, der empfindet die Leidenschaft, der empfindet die Schönheit des Momentes, genau wie du, nur dass für ihn an der einen oder anderen Stelle der Trigger einsetzt. Und mit Trigger meine ich die Bindungsangst. Der spürt dann also, wie schön es ist und wie toll es ist, aber der spürt auch gleichzeitig durch eben diesen Trigger, dass es vorbei sein kann und wie gefährlich es ist und wie kurzlebig es ist und wie sehr ihm hier sein Herz gebrochen werden könnte. Wenn du dich beispielsweise entscheiden würdest, dass du nie wieder so viel Zeit mit ihm verbringen möchtest. Das ist jetzt nichts Bewusstes. Das heißt, es würde dir nicht helfen, ihm zu sagen oder ihr zu sagen, ich bin für den Rest deines Lebens da und nur wir beide und lass uns heiraten und du musst dir gar keine Sorgen machen. Das ist ein komplett unbewusstes Programm für deinen bindungsängstlichen Herzensmenschen. Der wird früher oder später an der einen oder anderen Stelle feststellen, dass es sich nicht mehr gut für ihn anfühlt. Dass der Angst kriegt. Das sieht erstmal nach Bindungsangst aus, aber unter der Bindungsangst liegt immer die Angst, verletzt zu werden. Und das ist etwas, was er in seiner Vergangenheit wahrscheinlich erlebt hat. Frühe Kindheit, frühere Beziehungen, so oder so. Und das heißt, er hat hier allen Grund, einfach wieder ängstlich zu werden, weil das ist ja das, was ihm im Leben schon begegnet ist. Das wäre unlogisch, es nicht zu tun. Das ist, als wenn ich dich bitte, auf die Herdplatte zu fassen und du verbrennst den Finger und dann sage ich, tu es nochmal. Du würdest wieder Angst kriegen, dass du dir den Finger verbrennst. Und genau so ungefähr darfst du dir den Trigger an deinem bindungsängstlichen Herzensmenschen vorstellen. Was dann passiert ist, da bahnen sich also eine Armada an negativen Gefühlen an. An Angst und Angst vor Verletzlichkeit und Kontrollverlust und Unsicherheit und gleichzeitig aber auch Wollen und Lieben und dann spürt er aber die Liebe nicht mehr, weil einfach diese negativen Emotionen wichtiger sind für unser Überleben. Deshalb ist unser Nervensystem so clever, dass in den Momenten, wo wir sowohl Liebe als auch Angst empfinden können, die Angst immer überwiegt. Wir wollen nicht in der Höhle mit dem Säbelzahntiger enden und angucken und beobachten, wie seidig sein Fell glänzt und wie tief diese Augen sind, in die wir versinken können. Nein, unser Nervensystem möchte bitte, dass wir nur die Angst spüren, damit wir uns retten, damit wir überleben können. Von daher ist beides zeitgleich nicht möglich. Dein bindungsängstlicher Herzensmensch geht spätestens jetzt in den Rückzug. Verabschiedet sich oder verabschiedet sich gar nicht, verschwindet einfach, lässt wochenlang, tagelang vielleicht nichts von sich hören. Und das ist auch gut so. Für dich wäre das per se, weil du hast diese Trigger nicht, der Moment, in dem ihr gemeinsam à la Hollywood weitermachen könntet. Du bist bereit, mehr Zeit zu verbringen. Du bist bereit, noch häufiger zu telefonieren. Du bist bereit, alles stehen und liegen zu lassen, um mit diesem Menschen dein Leben zu teilen. Bei dem anderen sieht das ganz anders aus. Der zieht sich jetzt also in seine Höhle zurück und das ist auch ganz clever so, weil was in der Zeit passiert, wo ihr keinen Kontakt habt,
keine Nachricht, kein Telefonat, kein Treffen, kein Urlaub, gar nichts. In dieser Zeit können eben all diese ausgeschütteten Hormone im Blutkreislauf im besten Fall wieder abgebaut werden. Das ist so ein bisschen, als wenn der Bindungsängstler aus der Höhle sich wieder rausschleicht und ohne Säbelzahntiger, keine Angst. In dem Fall bist du allerdings der Säbelzahntiger. Das heißt, der muss von dir weg und in den Rückzug gehen, um eben emotional, hormonell wieder sich leveln zu können, um sich wieder gut zu fühlen, normal zu fühlen, ohne Trigger, ohne Angst. Wenn das passiert, dann steigt gleichzeitig auch wieder die Liebe und die Zuneigung für dich. Das heißt, eigentlich spielt es dir total in die Karten, wenn dein bindungsängstlicher Herzensmensch sich zurückzieht, weil da macht er alles, was er machen muss und der macht das richtig. Der meldet sich erfahrungsgemäß dann wieder, wenn die Angst wieder quasi genullt ist oder wieder verschwunden ist, der wieder Liebe fühlt, der wieder Verbindung fühlen will, der wieder in Kontakt möchte und bereit ist für mehr von all der Lust und der Leichtigkeit und der Liebe, die ihr zusammen so wunderbar miteinander genießen könnt. An der Stelle kannst du also gar nicht viel tun und brauchst es auch nicht. Du kannst ganz im Gegenteil die Zeit des Rückzuges ganz wunderbar für dich und deine Entwicklung nutzen. Du kannst reflektieren, was du beim nächsten Mal anders machen würdest oder besser machen würdest. Wir haben dafür natürlich die entsprechenden Tools auch im Coachings. Du hast die Gelegenheit, das Date nochmal Revue passieren zu lassen und wirklich auch zu verarbeiten. Du hast die Möglichkeit und bist eingeladen, wieder komplett in deinem Leben auch anzukommen, ohne permanent an ihn oder sie denken zu müssen, ohne dich permanent fragen zu müssen, was macht er, was denkt sie, was könnte ich jetzt tun, wie kommt das nächste Treffen zustande, sondern ganz ernsthaft wirklich einen Aufwand zu betreiben, wieder dich selber aufzufüllen mit dir und mit deiner Energie in deinem Körper. Das sind gute Sachen, wenn du mich fragst. Das sind wichtige Stadien in der Beziehung. Wir wollen uns nicht verlieren, wir wollen nicht in die Abhängigkeit. Wir wollen uns gerne gut fühlen und luftig und leicht und liebevoll und liebenswert, und das bauen wir im besten Fall alleine auf, und dann können wir das auch wieder teilen, dann können wir das auch wieder abgeben oder rausgeben oder miteinander eine gute Zeit verbringen. Wenn du den Rückzug jetzt nutzt, um frustriert zu werden, um traurig zu werden, um verbittert zu werden, um ärgerlich zu werden, dann führt euch das auf lange Sicht in eine Sackgasse. Der bindungsängstliche Herzensmensch, der braucht das da, wo der gerade steht, einfach noch. Nur weil der das braucht, heißt es nicht, dass es sich für dich schlecht anfühlen muss, dass du das also negativ bewerten solltest. Das wäre so meine Einladung hier an der Stelle, dass du es nicht tust. Dass du die Notwendigkeit verstehst und aber auch für dich dann in den entsprechenden Momenten einfach alles tust, was du für dich tun kannst, damit es dir gut geht. Egal, was dein bindungsängstlicher Herzensmensch gerade so macht oder nicht macht. Das ist primär nämlich auch das Ziel in der Beziehung. Darum geht es. Umso besser du darin wirst, umso stabiler wird eure Verbindung. Der zweite Punkt, der hier auch mal Erwähnung finden darf, ist natürlich das Timing. Timing ist in letzter Zeit ein Thema, was mir immer wieder begegnet. Das heißt, es ist wichtig und es ist gut, dass ich darüber mal rede, damit euch auch bewusst wird, wie wichtig das Thema eigentlich ist. Und wenn ich von Timing rede, dann meine ich, dass ganz oft wir jemanden kennenlernen, anfangen zu daten, lose in Kontakt sind, keine wirklich definierte Angelegenheit, und trotzdem erwarten wir beispielsweise jeden Tag eine Nachricht oder wir erwarten einmal die Woche ein Gespräch oder wir erwarten zweimal die Woche ein Date. Oder. Das heißt, da gibt es manchmal Erwartungshaltungen, die wir haben, die dürfen wir auch haben, die aber zum Teil gar nicht der Phase im Beziehungsaufbau entsprechen, in der wir uns gerade befinden. Das heißt, wenn es da gerade losgeht, vielleicht geht es auch langsamer los, weil mit Bindungsängstlern kann das schon mal passieren, dann ist das eben nicht der Moment, wo wir erwarten können oder erwarten sollten, realistisch, dass wir uns jetzt zweimal die Woche telefonisch hören und regelmäßig sprechen und du jeden Tag eine WhatsApp bekommst und einen guten Nachtkuss. Also da einmal wirklich evaluieren, wie committed seid ihr eigentlich miteinander? Wie verbindlich seid ihr eigentlich? Und ist das da, wo ihr seid, wirklich realistisch zu erwarten, dass sich der Partner nach dem Treffen sofort wieder meldet? Erfahrungsgemäß ist es das oft nicht. Erfahrungsgemäß kann es durchaus passieren, dass da mal 10, dass da mal 14 Tage vergehen, ohne dass wir irgendwas von dem anderen hören. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich höre zum Teil von meiner besten Freundin nicht alle 14 Tage was. Und die liebe ich ohne Ende. Was heißt das? Das heißt, hier einmal wirklich relativieren. Was ist realistisch?
Auch ihr werdet wahrscheinlich nicht zu jedem Menschen in eurem Leben, den ihr liebt und der euch wertvoll ist und der euch teuer ist, regelmäßigen Kontakt halten können. Das ist oft einfach nicht machbar und das ist oft auch gar nicht nötig. Ich weiß, meine beste Freundin ist da, meine beste Freundin weiß, ich bin da und wenn wir uns brauchen, dann sind wir sofort da, aber wenn wir mal 3 Wochen nichts hören, dann ist die Beziehung deshalb nicht gefährdet. Und das ist dann eben oft deine Angst und dein Trigger, der da eben reinkickt und an der Stelle dafür sorgt, dass du voller Angst und Panik bist und dass es sich in deinem Körper nicht gut anfühlt. Und weil deine Strategie dann nicht der Rückzug ist, sondern sozusagen der Angriff, so nach vorne in die Verfolgerrolle, gehst du dann auf den anderen zu und machst da Druck, was wiederum dazu führt, dass der sich noch mehr zurückzieht. Und du siehst schon, da dreht sich die ganze Nummer wie so ein Hamsterrad im Kreis. Eigentlich geht es wirklich an der Stelle oft darum, zu genießen, was ist und das Beste aus dem Moment für dich zu machen. Und das Beste machen, wenn der andere im Rückzug ist, bedeutet ganz oft eben, sich zurückzulehnen, Dinge zu tun, die du vielleicht nur alleine tun kannst oder Dinge zu tun in genau dem Timing, in dem es für dich passt oder genau die Dinge, die nur du machen willst. Vielleicht weißt du von deinem bindungsängstlichen Herzensmenschen schon, dass der bestimmte Sachen gar nicht möchte, mag, gar keine Lust auf Sport oder Kino oder irgendwas hat und dann bist du eben eingeladen, die Zeit, die du für dich hast, die vom Leben geschenkt wird, weil der andere sich zurückzieht in seiner Höhle, an seinen Hormonen arbeitet und weiß nicht wie. Das kann übrigens sehr unterschiedlich aussehen. Ne? Also es bedeutet nicht, dass der jetzt wirklich im Bett liegen muss und die Vorhänge zuzieht 2 Wochen lang. Das kann auch bedeuten, der ist mit Kollegen unterwegs oder der ist auf Instagram total aktiv und es sieht aus, als wenn er ganz, 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 ganz viel macht und trotzdem, nur weil du nicht dabei bist, bauen sich eben diese Hormone wieder ab. Das heißt, genieß die Zeit für dich. Wenn du dabei Probleme hast und sagst, darin willst du besser werden, weil da merkst du schon, das ist keine gute Dynamik für euch, der zieht sich immer mehr zurück, umso mehr du hinterher kommst und Druck aufbaust, dann wäre jetzt ein wirklich, wirklich guter Moment, mal unten in die Infobox zu gucken und dich für ein kostenloses Kennenlerngespräch zu bewerben. In dem Gespräch finden wir mal raus, wo du gerade stehst und wo du hin willst mit deinem bindungsängstlichen Herzensmenschen und wie wir dir dabei helfen können. Meine Lieben, in diesem Sinne, macht's gut und genießt die Zeiten des Rückzugs, als wäre es ein Geschenk vom Leben, um wieder bei euch anzukommen. Bis dann. Tschüss.